Glauben Sie, dass das Ihre Freundin ist? Danke, Leo. Ich bin sicher. Die Narbe am Knie habe ich schon in der Vermisstenanzeige angegeben. Wir sind ganz zufällig auf Ihre Vermisstenanzeige gestoßen. Aber Sie haben sie dann nach einiger Zeit wieder zurückgezogen. Die Elisabeth ist verschwunden, hat sich dann aber telefonisch bei ihren Eltern gemeldet. Wann ist sie verschwunden? Vor 4 Monaten. Wir sind kurz vorher von Graz nach Wien gekommen, um an die Uni zu gehen. Haben Sie bei Ihren Eltern nachgefragt, ob die was wissen? Sie hat sich fallweise bei denen telefonisch gemeldet und gesagt, dass alles in Ordnung ist. Außerdem hat sie in letzter Zeit Ansichtskarten aus allen möglichen Ländern geschrieben. Wann haben Sie die letzte Karte bekommen? Vor einer Woche. Aus Ägypten. Zu diesem Zeitpunkt war sie mit Sicherheit schon tot. Haben Sie die Karte dabei? Die letzten beiden. Bitte. Die Schrift sieht auf beiden Karten gleich aus. Aber Ihre Freundin kann sie nicht mehr geschrieben haben. Ich habe mir zuerst keine großen Sorgen gemacht, weil sie damals diesen Typ kennengelernt hat. Sie war sehr verliebt und von einem Tag zum anderen völlig verändert. Wie verändert? So über den Wolken. Sie ist schon nach ein paar Tagen ausgezogen, hat ihre Sachen mitgenommen. Ich habe mir zuerst nichts dabei gedacht. Erst wie sie nicht mehr zur Uni gekommen ist, habe ich Vermisstenanzeige erstattet. Und wie sie sich dann bei ihren Eltern gemeldet hat, habe ich die Anzeige wieder zurückgezogen. Wissen Sie mehr über diesen Typen, in den sie sich verliebt hat? Nein. Sie hat sehr geheimnisvoll getan. Ich weiß nur, dass sie ihn im Museum kennengelernt hat. Und dass er öfter dort gewesen sein soll. In der Ägyptensammlung. Die Elisabeth hat sich immer schon für so mystische Dinge interessiert.